Hallo Welt, ich spreche mit Karl-Heinz Pape, Unternehmensberater und Berater für Trainingsorganisationen mit 40 Jahren Berufserfahrung im Bereich Außenweiterbildung in einem großen Konzern, Mitveranstalter und Spiritus Rector des Co-Learning Camps am 28. und 29. September 2012 an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Das ist das erste einer Reihe von Skype-Interviews, die wir im Rahmen des Flipped Classroom-Konzeptes im Vorfeld mit einigen Trainern und Teilnehmern führen werden. Bleiben Sie also dran. Hallo Karl-Heinz. Hallo Lutz. Sag uns doch mal bitte ein paar Sätze über dich, was sich hinter dem Begriff Flipped Classroom verbirgt und natürlich über das Corporate Learning Camp. Ja, gerne. Also ich bin ja Berater zum Thema Corporate Learning und ich bin auf der Suche nach besseren Möglichkeiten, Lernen zu unterstützen, als wir das so üblicherweise machen. Und das Corporate Learning Camp ist auch so ein Weg dahin. Da kommen ja Corporate Learning Professionals zusammen, die 2 Tage lang ohne eine didaktische Vorbereitung voneinander und miteinander lernen. Also auch das ist ja sehr spannend, dass wir so einen selbstorganisierten Prozess gestalten. Das heißt, es ist falsch ausgedrückt, dass wir den Rahmen schaffen für einen selbstorganisierten Prozess, wo am Ende hoffentlich alle sagen, oh, ich habe ganz viel gelernt. Also das wäre schon mal so ein Hinweis für meine Arbeit. Und in dem Zusammenhang bin ich auch ganz fasziniert von der Idee Flipped Classroom und jetzt mal übersetzt auf Flipped Konferenz. Also vielleicht 3 Sätze dazu. Die Idee beim Flipped Classroom heißt ja, wir machen in der Schule eigentlich was falsch, wenn wir den Schülern Hausaufgaben geben und die Vermittlung in der Schule machen. Also die Vermittlung in der Schule, da kann man nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Da muss man weitgehend auf den Durchschnitt seine Geschwindigkeit beim Erklären abstellen. Und wenn dann Probleme auftreten, nämlich bei der Bearbeitung von Aufgaben, dann sind die Schüler alleine. Also kehren wir das doch um, ist die Idee. Also die Hausaufgaben gehören in die Schule, dieses gemeinsame Erarbeiten im Team und das Vermitteln schicken wir vorab, vielleicht als Video oder auch in anderer Form nach Hause, sodass die Schüler im eigenen Tempo sich den Stoff erarbeiten können, um hinterher dann die Aufgaben gemeinsam zu lösen. So, und jetzt gucken wir uns mal eine Konferenz an. Wir haben ja da auch immer die Situation, ein ausgewählter Referent steht vorne und darf allen sein Wissen vermitteln und das ganze Publikum muss ruhig sein. Und wenn man sich mal anguckt, wie viel Expertise da eigentlich im Plenum sitzt, dann vergeuden wir da vielleicht ganz viel Know-how. Ich will nicht sagen, dass normale Konferenzen überflüssig sind, aber vielleicht nicht so oft. Vielleicht sollten wir öfter andere Formen finden. Und wir versuchen es jetzt hier einfach mal mit der Idee Flipped Session. Wir haben ja beim Barcamp so einzelne Sessions und wir könnten die Inhaltsvorbereitung ja nach vorne verlegen, um dann halt die ganze Zeit in der Session zu nutzen, um miteinander darüber zu diskutieren. Um den einen Aufruf von dir aufzugreifen, also mit den Erfahrungen von den Barcamps, die wir gemacht haben, können wir sicher eins garantieren, die Teilnehmer werden viel lernen und viel mitbringen und vor allem auch viel mitnehmen. Mitnehmen ist ein gutes Stichwort. Wirst du selbst auch eine Session anbieten? Ja. Und zwar, ich bin interessiert, eine Session in dem Zusammenhang anzubieten. Ich würde sie Open Content nennen. Und Open Content ist eine jetzt so stabile Bewegung. Sie gibt es seit mehr als 10 Jahren, wo die ersten Universitäten angefangen haben, ihre Vorlesungen frei verfügbar für jeden und kostenlos ins Netz zu stellen. Und vielleicht für all diejenigen, die sich da ein bisschen einlesen wollen, ich empfehle mal die Seite ocwkonsortium.org, also Open Courseware Konsortium ist das. Die haben über 20.000 Vorlesungen da aufgelistet, aber das sind nicht alle, das sind nur die, die bei denen in der Liste stehen. Dann vielleicht für eine ganz andere Zielgruppe gibt es Ellison.com und Ellison
bietet über 360 Kurse frei im Netz an für berufstätige Erwachsene. Also da geht es um das Erwerben von IT-Skills, genauso wie um das Erwerben von neuen Sprachen. Und ein ganz gutes Beispiel für Schule ist immer noch die Khan Academy. Da gibt es auch sehr viel mehr noch, die solche kurzen Erklärungssequenzen ins Netz gestellt haben, wie der Khan. Und Khan Academy, da wird der Pythagoras in 5 Minuten erklärt oder in 10 Minuten eine chemische Formel oder maximal eine Viertelstunde irgendwelche Grammatikregeln fürs Englische. Also alles, was Schüler brauchen können. So, und die Idee ist jetzt, wenn es immer mehr Open Content gibt, dann wird sich auch rumsprechen, welche Darstellungen davon besonders gut sind. Ich glaube, die Universitäten erleben jetzt schon, sodass sich jeder, der Inhalt vorträgt, überlegen muss, kann ich das eigentlich besser, als es derjenige gemacht hat, der da im Internet möglicherweise auch viel Aufwand getrieben hat. Und das ist natürlich für uns dann so eine Idee, wenn die vermitteln, die meiner Ansicht nach heute noch den Hauptteil des Inhalts ausmacht, wegfällt, ja, was machen wir denn, was bleibt denn dann übrig für den, der heute als Trainer unterwegs ist? Eine gute Frage. Aber was ändert denn Open Content in Form von Wissensvermittlung nicht nur in der Schule? Ja, genau das will ich in der Session mit den Teilnehmern mal diskutieren. Also ich könnte mir eine sehr positive Wirkung vorstellen, wenn wir die Zeit, die wir bisher für die Inhaltsvermittlung verwenden, und das ist in der Regel immer noch der überwiegende Teil, dass wir systematisch vermitteln, was für, ja, wie man sich diesen Stoff erarbeitet, wenn wir diese Zeit für neue Services verwenden, die Lerner unterstützen. Das ist aus meiner Sicht eine ganz andere Rolle des Trainers beispielsweise. Wenn der Trainer nicht mehr der Vermittelnde ist, sondern sagt, dieses Expertenwissen, das bekommt man im Netz, vielleicht gibt man vorher den richtigen Hinweis, wo das zu finden ist. Vielleicht hat das ein Unternehmen auch gut aufbereitet, sodass das möglichst viele auch sich aneignen können. Dann kommt es jetzt im Training mehr auf die Ausprägung von Kompetenz an, also auf die Anwendung von diesem Wissen. So, und wenn man jetzt Lernen mal von ferne betrachtet, dann ist Lernen eigentlich immer ein sehr aktiver, intensiver Vorgang des Lernenden. Also er muss sich etwas erarbeiten. Vielleicht sollten wir gar nicht von Lernen reden, sondern erarbeiten ist, glaube ich, der bessere Begriff. Und ich habe auch immer so den Eindruck, die Mitarbeiter in Unternehmen, übrigens alle Menschen, lernen autonom und ohne Anleitung sehr viel mehr, als wir Trainingsprofessionals uns das immer so vorstellen wollen. Also wenn man sich so heute mal anschaut, was Menschen in Unternehmen für Funktionen gut ausfüllen, für die sie niemals ausgebildet worden sind, sie aber sich dennoch das ganze Wissen erarbeitet haben, dann ist das eigentlich der Beweis dafür, dass wir so eine Fähigkeit haben, uns in alle möglichen Themen ganz selbstständig reinzuarbeiten. Und keiner von denen wird wahrscheinlich bemerkt haben, dass er da lernt, sondern für die Einzelnen war es einfach ein Erarbeiten. So, und jetzt wieder zurück zur Rolle, wenn es um komplexe Systeme oder um komplexe Aufgabenstellungen geht, dann ist es natürlich hilfreich, jemanden zu haben, der einen begleitet, der bei diesem Prozess, der vielleicht warnt, irgendwelche Schleifen, die man sonst vergeblich macht, nicht zu machen, der vielleicht Hinweise gibt, sich nicht zu viel vorzunehmen und so weiter. Also da gibt es aus meiner Ansicht nach interessante neue Rollen für Dienstleistungen, die wir einnehmen könnten, die aber ein anderes Gegenübertreten dem Lerner erfordern. Also wenn ich Lernen nicht mehr als Fässer abfüllen begreife, wie könnte denn so eine optimale Lernunterstützung in der Praxis aussehen? Ja, ich
könnte mir dann vorstellen, das wird am deutlichsten, wenn man das mal auf einen ganz anderen Bereich überträgt. Also stell dir vor, du möchtest das erste Mal einen alpinen Berg besteigen. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du probierst es ganz alleine, du wirst es irgendwie schaffen, aber es wird ein paar Risiken und ein paar Gefahren geben, wo du sehr vorsichtig sein wirst und möglicherweise wirst du länger brauchen, bis du es dann doch schaffst, deinen einen Gipfel, den du dir vorgenommen hast, zu erreichen. Vielleicht sind das mehrere Versuche, mehrere Anläufe, die man da machen muss. Wenn du es eilig hast und sagst, nee, so viel Zeit habe ich nicht und ich will lieber schnell dahin kommen, dann mietest du dir einen Bergführer. Und der Bergführer wird dich begleiten, wird mitgehen, aber er weiß ja, du willst es alleine können. Das heißt, er wird dir erstens das Laufen nicht abnehmen, du musst selber hochlaufen. Zweitens, er wird dir auch nicht abnehmen, sich im Gelände zu orientieren. Er wird dir nur zwischendurch ein paar Feedbacks geben. Also so im Sinne von, vielleicht läufst du jetzt noch nicht so schnell, du brauchst deine Kraft hinterher noch. Ich würde an deiner Stelle ein bisschen mehr trinken. Oder all solche Dinge, solche Tipps gibt er dir auf dem Weg. Und ganz am Ende wird er sagen, du, wir sind noch nicht ganz oben. Das ist noch eine Stunde Weg und da ist erst der richtige Gipfel. Also er wird auch bestätigen, ob du angekommen bist. Ne? So, und wenn wir das mal übertragen auf den Lernbegleiter, der jetzt so eine Art Bergführer sein kann, dann würde ich mir vorstellen, dass man ganz am Anfang natürlich erstmal definiert, welchen Gipfel würde ich dir denn empfehlen? Also der noch nie oben war, tut sich ja sehr schwer, seine eigene Leistungsfähigkeit und das Ziel richtig festzulegen. Ne? Also dass man da im Gespräch erstmal feststellt, also nimm dir erstmal folgenden Gipfel vor und der nächste Schritt könnte dieser sein. Dann zweiter Schritt, so ein Lernbegleiter könnte ja dann sagen, wir können gemeinsam einen Plan machen, wie du am besten dahin kommst. Also was du an welchem Tag vornimmst, welche Ausrüstung du mitnimmst und so weiter. Ne? Und ein dritter Schritt natürlich dann auch das Bestätigen. Jetzt, wenn wir jetzt nicht im Berg sind, sondern hier in ganz normalen Lernsituationen sind, dann gehört auch noch dazu, dass der Lernbegleiter sagt, du, ich weiß, da gibt es noch mehr, die im Moment auf dem Weg unterwegs sind. Ich verbinde dich mal mit denen. Also Netzwerke schaffen mit anderen, die gleiche Herausforderung gerade bestehen oder gerade bestanden haben, sodass man sich von denen auch was abholt. Also um diese Möglichkeiten herum, jemanden von ferne anzuleiten und ihm Feedback zu geben. Also der könnte ja auch sagen, ich gehe nicht die ganze Zeit mit, sondern wir unterhalten uns regelmäßig, vielleicht am Telefon, vielleicht online, über irgendwelche anderen Medien. Und ich will einfach jede Woche von dir wissen, ob du noch gut unterwegs bist, will sehen, ob es irgendwo Gefahren gibt. Und andererseits, ich gebe dir immer ein Feedback, was aus meiner Sicht, was du aus meiner Sicht anders machen könntest oder wo es möglicherweise dich überfordern könnte. Also ich finde das mit dem Berg eine gute Metapher, weil oft, wenn man vor allem auch komplexe Sachen lernen will, sieht es ja aus wie ein riesiger Berg, wie ein Himalaya von Aufgaben und wo ist die nächste Route? Um da drin zu bleiben in dieser Metapher, wie könnte so ein Bergführer agieren? Wie könnten diese neue Art von Lernservices aussehen, die du eben beschrieben hast? Ja, ich meine, wir kennen sowas ja so ein bisschen beim Coaching. Also vielleicht ist dieser Bergführer, dieser neue Lernbegleiter sowas wie ein Lerncoach. Entscheidend dabei ist, dass er so sein hierarchisches Verständnis ablegen muss. Also hierarchisch insofern, dass Trainer heute ja sagen, gerade so, ich bleib mal bei den technischen Themen, sie erarbeiten sich dieses Thema so intensiv, dass sie ziemlich sicher sind, da gibt es kaum eine Frage, die sie nicht beantworten können. Also sie haben ihren Expertenstatus so hochgehoben, dass sie damit auch immer von dieser erhobenen Position heraus ihr Wissen mit gutem Gewissen herunterfließen lassen können. Und die Teilnehmer spüren das auch so, dass der große Experte und wir zapfen praktisch sein Wissen an. Das ist dann nicht mehr die Rolle, weil dieses Expertenwissen kann man sich im Netz bei ganz anderen holen. Jetzt ist man eher so auf gleicher Augenhöhe.
Also man ist zwar immer noch Experte für das Thema, aber das Expertentum ist nicht das Wichtige, sondern das Wichtige ist eigentlich, dass man mit dem anderen gut kann. Also dass man so eine empathische Beziehung aufbauen kann. Und das muss der Lerner auch irgendwie rauskriegen, ob das der für ihn Richtige ist dann wahrscheinlich. Ne? Also da muss man sich auch verstehen, ohne dass man immer alles ausgesprochen hat. Und man muss genau wissen, was in dem anderen jeweils vorgeht. Und nur dann ist solche Unterstützung sinnvoll. Also von daher, ich glaube, das ist eine völlig neue Rolle, die wir alle irgendwo noch mal ausprobieren müssen. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich gebe da aber auch zu, dass die Teilnehmer ja möglicherweise auch die alte Rolle ganz, ganz bequem gefunden haben. Also ich glaube, so Teilnehmer gehen oft... Ein Schelm ist, wer der Böses denkt. Ja, die Teilnehmer gehen oft ins Seminar und sagen, also ich habe hier dafür bezahlt, dass ihr mich schlau macht. Dass das noch nie so richtig funktioniert hat, wollten wir Anbieter ja auch nicht so richtig wahrhaben. Also das haben wir nie betont, sondern wir waren ja ganz zufrieden mit der Einstellung, die kommen wir hin und wir machen sie dann schlau. Also auch da ist so eigentlich das Umdenken, das sich bewusst werden, dass Lernen immer ein aktiver Vorgang ist von dem Lernenden, der nicht von anderen außen auch wirklich gesteuert werden kann, sondern der von außen unterstützt werden kann, durch Feedbacks, durch Hilfen bei der Planung und der aber auch sehr individuell sein darf. Also ich denke, auch da müssen wir uns davon lösen, dass es immer nur einen Ideallernweg gibt, sondern jeder hat andere Vorkenntnisse, jeder hat andere Vorstellungen, wie er das anwenden will, auch in seinem Job andere Anforderungen. Warum sollen die nicht alle ganz unterschiedlich den Berg hochgehen? Warum sollen die nicht auch ganz neue Wege finden, die selbst der Bergführer noch nicht kennt? Neue Wege entstehen ja auch beim Gehen. Andererseits sind viele ja auch ausgesprochen neophobisch. Wie könnte denn so ein contentunabhängiger Lernweg, gibt es da einen Sandkasten für, wo ich das alles mal ausprobieren kann? Dieses Ausprobieren wäre meiner Ansicht nach nur interessant für Trainer, um halt ihre Fähigkeiten da auszuprobieren. Für die anderen, glaube ich, braucht man keinen Sandkasten darstellen. Wir Menschen sind alle gewohnt, uns alles Mögliche selber zu erarbeiten. Das fängt ja als Kleinkind an. Also wir müssen ja mal neidlos anerkennen, dass so ein Zweijähriger so mit das Komplexeste, was man lernen kann, lernt den Erwerb einer Sprache. Und in der Regel sind die Eltern ja nicht didaktisch ausgebildet, um halt mit dem Kind Sprache zu üben. Das Kind guckt, was machen die anderen, hört zu, bildet Grammatikregeln und beherrscht mit 2 oder 2,5 eine Sprache komplett mit allen Grammatikregeln, ohne dass es die Grammatikregeln jetzt nennen könnte. Aber es wendet sie an. Also Hochachtung, wir Menschen haben so eine Grundfähigkeit zum Lernen. Deshalb brauchen wir Leute nicht zum Lernen anleiten und wir brauchen ihnen auch keinen Sandkasten bieten, um Lernen zu üben, meiner Ansicht nach, sondern wir sollten ihnen Herausforderungen anbieten, die sie annehmen und dann sich eine Kompetenz erarbeiten. Und so eine Herausforderung wird natürlich das Camp sein, am 28. und 29. September. Genau. Ich freue mich schon, da zu sein, auf die Session. Sehr ein schön. Letztes Wort an die Leute, die sich noch nicht so ganz entschlossen haben, doch hinzukommen. Worin liegt Ihr Vorteil? Was können Sie mitnehmen? Ja, also ich glaube, der größte Vorteil, und das sollten wir uns immer deutlicher machen, ist dieses Lernen auf gleicher Augenhöhe. Und zwar hier lernt man von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Unternehmen in ähnlichen Funktionen. Und ich merke das bei den Communities of Practice, das ist ein unwahrscheinlich großes Reservoir von interessanten Erfahrungen, die auf Kollegenebene längst gemacht worden und man gar nicht alle selber gemacht haben kann. Und insofern ist das Corporate Learning Camp natürlich
ganz ideal dafür eignet, von Kolleginnen und Kollegen zu lernen. Also Trainer, genauso wie Leiter von Trainingsorganisationen, genauso wie Menschen, die für die Entwicklung von Personal zuständig sind, auch die lernen von denen, die aus in anderen Unternehmen auch dort lernen, anregen, steuern und so weiter. Lernen auf Augenhöhe. Augen auf, Ohren auf und wir sehen uns am 28. und 29. September in der Fachhochschule Frankfurt am Main. Sehr schön. Vielen Dank, Karl-Heinz, und noch einen schönen Tag. Danke für das Interview. Danke, tschüss.